Altona und vertrete heute meinen Chef, den Professor Pohl, und begrüße Sie zur Sprechstunde Altona, der ersten Ausgabe in diesem Jahr. Und wir sprechen heute über das Thema Bauchspeicheldrüse. Ich werde meinen Vortrag in drei Teile einteilen. Ich fange an, indem ich Ihnen erstmal etwas über die Bauchspeicheldrüse im Allgemeinen erzähle, das heißt zur Lage und Funktion. Dann werde ich über verschiedene Krankheitsbilder sprechen und am Ende bleibt dann noch Zeit für Ihre Fragen. So, dann zunächst etwas zur Lage und Funktion der Bauchspeicheldrüse. Ich habe hier eine kleine Schemazeichnung mitgebracht. Hier oben ist die Speiseröhre, es geht runter in den Magen und hier kommt der Dünndarm. Wir gucken von vorne auf den Bauch. Hier ist die Leber. In der Leber wird Gallenflüssigkeit produziert, welche dann über die Gallenwege abgeleitet wird, kurz in der Gallenblase zwischengespeichert wird und dann, wenn das entsprechende Signal vom Magen kommt, über den Gallengang in den Dünndarm gegeben wird. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum erzählt er mir etwas von Leber und von Galle, wenn wir doch eigentlich über die Bauchspeicheldrüse sprechen wollen. Das liegt daran, dass die Bauchspeicheldrüse direkt hier dran liegt, zwischen dem Magen und dem Dünndarm, so ein bisschen eingefangen. Und der Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse endet gemeinsam mit dem Ausführungsgang der Gallengänge in den Dünndarm, sodass Erkrankungen der Gallenwege sich auch auf die Bauchspeicheldrüse auswirken können. Hier sehen wir das Ganze nochmal in einem MRT-Bild. Das ist eine spezielle Untersuchung, eine MRCP, wo das, die Organe selber rausgerechnet sind und man nur die Wege, also die Gallengänge hier sieht, die hier oben, wie auch hier links in der Schemazeichnung, runterführen, dann so zusammenlaufen. Hier ist die Gallenblase und hier dann runtergehen. Und hier läuft es so ein bisschen eng zu. Das liegt daran, dass der Gallengang unten einen kleinen Schließmuskel hat und das Ganze abschließt, damit es nicht einfach rausläuft, sondern nur zum richtigen Zeitpunkt. Das hier, was man hier nur so schemenhaft erahnen kann, ist der Dünndarm, in den das Ganze dann reingeht. Und dieser kleine und dünne Gang hier an dieser Seite, das ist der Bauchspeicheldrüsengang. Und hier kann man auch sehen, die sind relativ nah aneinander, wo das dann zusammen in den Dünndarm geht, was auch dann erklärt, warum bestimmte Beschwerden halt, wie gesagt, die eigentlich in den Gallengängen stattfinden, sich dann auch auf die Bauchspeicheldrüse auswirken können. Die Funktion der Bauchspeicheldrüse lässt sich grob in zwei Teile einteilen. Das eine ist die Funktion, die Beteiligung an der Verdauung über Verdauungseiweiße, die in der Bauchspeicheldrüse produziert werden. Das ist vor allem die Lipase als so Hauptfettspaltungseiweiß und zum anderen die Funktion, die Bauchspeicheldrüse auf die Blutzuckersteuerung hat, vor allem über die Produktion von Insulin. Ein Diabetes, also eine Blutzuckererkrankung, ist auch immer eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, auch wenn es eine sehr spezielle ist, auf die ich jetzt hier nicht in der Tiefe eingehen werde. Jetzt kommen wir schon zu den Erkrankungen, über die ich heute sprechen will. Die erste Erkrankung ist die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. In der Fachsprache sprechen wir von der akuten Pankreatitis. Das Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse und Itis heißt immer Entzündung, aber das nur am Rande. Eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung ist keine sonderlich häufige Erkrankung, aber nicht ganz selten. Ungefähr 20 Mal pro 100.000 Einwohner pro Jahr in Deutschland tritt sie auf und es betrifft mehr Männer als Frauen. Warum das so ist, werde ich Ihnen später erklären, wenn wir zu den Ursachen einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung kommen. Entschuldigung. Die Beschwerden einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung sind vor allem erstmal durch Schmerzen bedingt, die gürtelförmig sind. Das ist richtig so, dass man unterhalb des Rippenbogens wie so ein Gürtel bis in den Rücken rein Schmerzen hat, die sehr stark sein können. Dann während der akuten Phase, also gerade am Anfang von einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, kommt es dann auch zu Übelkeit und Erbrechen. Und wenn das so langsam abebbt, verbleibt aber meistens über längere Zeit ein verminderter Appetit. Also man hat einfach keine Lust, etwas zu essen, was auch darin liegt, dass die Schmerzen oft nach der Nahrungsaufnahme am Anfang schlimmer werden. Wie behandeln wir eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung? Wir beheben die Ursache. Dazu komme ich gleich. Und dann ist es so, dass die Bauchspeicheldrüsenentzündung zentral in der Mitte des Bauches liegt, viel Platz in der Umgebung hat, um Flüssigkeit auszuschwitzen. Und das passiert dann in der Regel auch, sodass es einen ausgeprägten Flüssigkeitsverlust
in den Bauchraum gibt, sodass Patienten, die eine Bauchspeicheldrüsenentzündung haben, viel Flüssigkeit über die Vene brauchen. Und dann ist es sehr wichtig, die Schmerzen zu behandeln. Auch da kommt es der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung wieder zugute, in Anführungszeichen, dass sie so richtig schön in der Mitte im Bauch liegt mit vielen Organen drumherum und entsprechend auch vielen Nervenfasern, die in der Gegend dann laufen, weil es dann zu sehr starken Schmerzen kommt. Und diese Schmerzen muss man entsprechend auch beheben, damit zum Beispiel auch wieder eine Nahrungsaufnahme möglich ist. Jetzt kommen wir zu den Ursachen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und da erkennen Sie auch, warum möglicherweise die Männer häufiger betroffen sind als Frauen. Das liegt einfach an dem zweiten Punkt, den wir hier sehen. Der Alkoholkonsum, ungefähr 35% aller akuten Bauchspeicheldrüsenentzündungen werden über einen chronischen und hohen Alkoholkonsum verursacht. Und da sind die Männer einfach noch häufiger dabei als Frauen. Die häufigste Ursache für eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung sind aber Gallensteine, 40%. Da erkläre ich gleich noch ein bisschen was zu, weil man da auch sehr gut therapieren kann. Und dann gibt es noch seltenere Ursachen, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen will. Ich erzähle das einfach mal. Das sind dann die stark erhöhten Blutfettwerte, stark erhöhte Kalziumwerte, genetische Ursachen, dann autoimmune Ursachen, also wo das Immunsystem des Körpers sich gegen eigene Organe, in diesem Fall halt der Bauchspeicheldrüse, richtet. Dann im Rahmen anderer Erkrankungen, vor allem schwerer Erkrankungen und nach schweren Operationen, kann es auch immer zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung kommen. Und Medikamente sind auch eine wichtige Ursache für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Jetzt, wenn wir über die Behandlung sprechen, dann ist es, glaube ich, bei Alkohol relativ klar, wie man es behandelt. Man lässt es in Anführungszeichen einfach. Gallensteine muss man aber anders behandeln. Gallensteine, denkt man sich wieder vielleicht, was hat das Ganze eigentlich mit der Bauchspeicheldrüse zu tun? Gallensteine entstehen in der Regel, wenn sie entstehen, nicht jeder Mensch hat Gallensteine, aber relativ viele Menschen entstehen die Gallensteine in der Gallenblase. Da müssen sie erstmal keine Beschwerden machen. Man kann komplett gesund sein mit Gallensteinen in der Gallenblase, können auch eine Entzündung dort machen. Aber interessant für die Bauchspeicheldrüse wird das Ganze, wenn so ein Gallenstein auf Wanderschaft geht und hier den Gallengang hinunter geht. Dann kann er erstmal im Gallengang selber Beschwerden machen. Aber für die Bauchspeicheldrüse wird das Ganze interessant, wenn er hier unten am Ausführungsort, wo das Ganze übergeht, in den Dünndarm stecken bleibt. Und dann kann es auch zu einem Aufstau des Ausführungsgangs der Bauchspeicheldrüse kommen und dann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung verursachen. Wie behandeln wir so einen Gallenstein, der dort feststeckt? Das machen wir mit einer Spiegelung der Gallen- und Pankreasgänge, einer sogenannten ERCP. Da will ich Ihnen einmal kurz erklären, was ist eine ERCP? Eine ERCP funktioniert ähnlich wie eine Magenspiegelung. Es hat ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Wir gehen mit so einem langen Gerät, wo vorne sehr viel Technik drin steckt, einmal durch den Mund, die Speiseröhre hinunter in den Magen und dann runter in den Dünndarm. Hier sehen wir das Ganze nochmal ein bisschen vergrößert. Hier ist nämlich dann der Ausführungsgang halt von der Gallen, von den Gallengängen und von der Bauchspeicheldrüse enden hier gemeinsam. Und wir haben am Ende dieses Gerätes viel Technik drinstecken. Da ist eine Kamera drin, da ist eine Lichtquelle drin. Wir können hier dann seitlich Geräte unterschiedlicher Art vorführen, mit denen wir dann in den Gallengängen arbeiten können und diesen Gallenstein halt therapieren können. Hier sehen wir das Ganze nochmal als Röntgenbild. Hier kommt das Gerät runter und was wir nicht sehen, sind die ganzen Organe, weil die nicht röntgendicht sind. Und hier kommen wir an der Seite raus. Hier ist schon ein Draht rausgeführt, der hier hoch in den Gallengang geht. Hier ist dann das Ganze nochmal einmal mit Kontrastmittel, also einer röntgendichten Flüssigkeit, angespritzt. Und hier sieht man auch wieder diese Aufzweigung, die wir gerade schon in diesen Schemazeichnungen gesehen haben. Jetzt, was machen wir dann dort mit der ERCP? Der erste Schritt ist immer, die Gangöffnung hier am Dünndarm zu erweitern. Und das führt dann oft schon dazu, dass Steine herausfallen und auch zukünftige Steine, wenn nochmal welche nachrutschen sollten aus der Gallenblase, auch direkt rausfallen können, ohne sofort wieder stecken zu bleiben und wieder Probleme zu machen. Und dann können wir, wenn die Steine, was oft auch der Fall ist, nicht von alleine rausfallen, dann können wir die Steine auch entfernen, indem wir hier hinter den Steinen so einen kleinen Korb aufspannen oder einen Ballon aufpusten und das Ganze dann rausziehen und der Stein dann quasi nach draußen gedrückt wird oder in den Dünndarm gedrückt wird.
dann kann es auch sinnvoll sein, gerade wenn wir hier eine starke Entzündung haben, das haben wir den Stein dann erstmal rausgeholt, aber der Gallengang ist möglicherweise stark entzündet und der Pankreasgang kann dann zuschwellen durch diese starke Entzündung. Deswegen setzen wir in bestimmten Fällen dann noch kleine Plastikröhrchen, sogenannte Stents, in den Gallengang oder in den Bauchspeicheldrüsengang ein. Die müssen dann später gewechselt und entfernt werden. Und wenn es sehr große Steine gibt oder die Steine an einer ungünstigen Stelle liegen und man sie nicht gut, so wie sie jetzt gerade sind, lösen kann, dann kann es auch sinnvoll sein, eine Steinzertrümmerung zu machen, wo wir einfach mit dem Gerät, vorne haben wir so eine kleine Sonde, die das Ganze dann zertrümmert und dann können wir die Steine dann halt extrahieren und aus den Gallengängen rausholen. So viel erstmal zur akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung. Jetzt komme ich zum nächsten Thema, der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Der chronischen Pankreatitis tritt etwas seltener auf als die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung, ungefähr 7 pro 100.000 Einwohner pro Jahr in Deutschland. Auch hier sind die Männer wieder mehr betroffen als Frauen. Und das liegt jetzt hier in diesem Fall auch wieder daran, dass Alkohol eine der wichtigsten Ursachen, beziehungsweise die wichtigste Ursache für eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung ist. 80% aller chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündungen werden durch Alkoholkonsum ausgelöst. Und da sprechen wir jetzt wieder nicht davon, dass man vielleicht ab und zu mal ein, zwei Bier trinkt oder auch vielleicht auch mal mehr, sondern das ist wirklich über einen langen Zeitraum hohe Mengen Alkohol, also eine Alkoholkrankheit, eine Alkoholabhängigkeit. Diese führt dann oft zu einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Dann die anderen Ursachen, die ich vorhin schon bei der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung aufgeführt habe, können auch immer zu einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen. Ein Gallenstau bzw. Gallensteine aber nicht. Das liegt einfach daran, dass wenn man eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommt durch Gallensteine, ist man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kurz danach im Krankenhaus, weil die Beschwerden so stark sind. Und dann wird dieser Stein entfernt. Es wird gegebenenfalls eines dieser Röhrchen eingesetzt, damit es keine Probleme gibt danach. Und die Gallenblase wird entfernt. Und die Ursache ist somit dann dauerhaft in der Regel behoben, sodass Gallensteine eigentlich keine Rolle bei einer chronischen Pankreatitis spielen. Es kann in bestimmten Fällen bei sehr stark oder sehr schlimm verlaufenden akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung kann es auch zu einer Chronifizierung dieser Entzündung kommen. Das ist aber, wie gesagt, eher selten. Was sind jetzt die Folgen einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung? Das ist vor allem dadurch bedingt, dass durch diese chronische Entzündung das Organ seine Funktion verliert. Es kommt zu einer Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse, einer sogenannten Pankreasinsuffizienz, die dann halt als Folge, wenn wir uns nochmal daran zurückerinnern, was ist die Funktion der Bauchspeicheldrüse? Es ist einerseits die Verdauung, vor allem die Fettverdauung. Entsprechend kommt es bei einer Unterfunktion zu Verdauungsproblemen, vor allem von fetthaltigen Speisen. Und das andere ist ja die Blutzuckersteuerung. Entsprechend beim Verlust der Bauchspeicheldrüsenfunktion kann es zu einem Diabetes kommen. Bei einem Diabetes, der durch eine Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse entsteht, ist es meistens nicht sinnvoll, mit Tabletten zu arbeiten, wie das zum Beispiel bei dem Altersdiabetes ist. Da muss oft viel früher mit Insulin gearbeitet werden, weil einfach die komplette Funktion verloren geht. Und dann ist es so, dass die Schmerzen, die ja schon bei der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung ein Problem sind, auch bei der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung ein Problem sind. Es kann dazu starken und auch sehr unangenehmen, über einen langen Zeitraum fortbestehenden Schmerzen kommen, die dann mit starken Schmerzmitteln, teilweise mit Schmerzpflastern behandelt werden müssen. Es gibt auch bestimmte Situationen, wo es sinnvoll sein kann, die Schmerzfasern mit Alkohol zu veröden. Das sind aber spezielle Situationen. Und dann kann es als Folge von einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung, es geht bei der akuten auch, aber häufiger ist es bei der chronischen, kann es zu sogenannten Pseudozysten kommen. Zu denen erzähle ich später aber noch etwas. Wie behandeln wir jetzt eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung? Wir behandeln erstmal die Unterfunktion, indem wir das Verdauungseiweiß ersetzen und halt den Diabetes behandeln, wie gesagt, in der Regel mit Insulingabe, die Schmerztherapie, die ich gerade eben schon erläutert habe, dann müssen diese Pseudozysten, von denen ich gerade schon gesprochen habe und auf die ich später noch genauer eingehen werde, auch behandelt werden. Und in seltenen Fällen, wenn das Organ seine Funktion komplett verloren hat, aber weiter Beschwerden macht, kann es auch sinnvoll sein, die Bauchspeicheldrüse oder zumindest Teile davon mittels einer Operation zu entfernen.
Das sind aber sehr spezielle Fälle. Jetzt komme ich zu den Bauchspeicheldrüsenzysten, den sogenannten zystischen Pankreasläsionen. Bauchspeicheldrüsenzysten fallen oft auf bei Untersuchungen, die man eigentlich aus einem ganz anderen Grund macht. Die machen selten Beschwerden. Ich erzähle später noch ein bisschen was dazu. Aber oft ist es so, dass zum Beispiel beim Hausarzt wegen Bauchschmerzen ein Ultraschall gemacht wird, dann wird vielleicht die Ursache für den Bauchschmerz gefunden und gleichzeitig wird aber gesehen, dass in der Bauchspeicheldrüse eine Zyste sitzt. Und auch zum Beispiel, ich habe hier eine Statistik gefunden, bei ungefähr 1-2% aller Computertomographien des Bauches, das heißt dieses Schichtröntgen, wenn man in die Röhre geht, fällt eine Pankreaszyste auf und dann steht man so ein bisschen davor und muss halt wissen, was machen wir damit, was ist das überhaupt? Es gibt unterschiedlichste Pankreaszysten, die alle relativ, diese ganzen Abkürzungen hier haben. Das ist ein sehr spezielles Thema, was jetzt genau was ist. Da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Das Entscheidende ist, es gibt unterschiedliche Zysten und wichtig ist zu wissen, was haben wir vor uns? Was ist das genau für eine Zyste? Weil diese Zysten haben teilweise ein Krebsrisiko. Und man muss wissen, was es ist, ob es ein Krebsrisiko hat. Und je nachdem, wie es dann genau aussieht, kann man dieses Krebsrisiko auch einschätzen und darüber halt dann auch eine Therapie ableiten. Wie klärt man jetzt ab, was das genau ist für eine Zyste? Das macht man mittels eines MRTs und auch einem endoskopischen Ultraschall. Ein endoskopischer Ultraschall ist eine Ultraschalluntersuchung von innen. Da gehen wir wieder mit einem Endoskop, wo vorne jetzt halt nicht ein Arbeitskanal dran ist, um jetzt an den an der Bauchspeicheldrüse zu arbeiten, sondern ein Ultraschallkopf ist da dran. Und dann können wir uns direkt in die Nähe der Bauchspeicheldrüse stellen und dann in einer sehr hohen Auflösung und sehr genau diese Bauchspeicheldrüsenzysten beurteilen. Bei uns in der Abteilung macht das der Dr. Otto, der da eine sehr hohe Erfahrung hat, ist der leitende Oberarzt aus unserer Abteilung. Und gemeinsam mit dem Professor Fischbach, der Chefarzt der Radiologie bei uns im Hause, der eine hohe Erfahrung hat in der MRT-Befundung, können wir schon sehr viele Befunde dann eindeutig zuordnen. Es kann aber auch sinnvoll sein, wenn es nicht hundertprozentig klar ist, da auch eine Probe zu entnehmen, etwas Flüssigkeit aus diesen Zysten, das sind ja Flüssigkeitsansammlungen, halt zu entnehmen, um weiter zu schauen, was es genau ist. Und je nachdem, was es dann ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt manche Befunde, die sollte man operieren, die sollte man entfernen. Manche Sachen sind so, dass man das sieht und denkt, es wird wahrscheinlich das eine sein und man weiß, dass es die eine Art Zyste ist und weiß, dass die in der aktuellen Situation wahrscheinlich keine Probleme machen wird. Und dann kann man in eine Überwachung gehen. Das heißt, dass man alle 6 Monate oder einmal im Jahr diese Untersuchung wiederholt, also wieder ein MRT oder eine endoskopische Ultraschalluntersuchung oder auch beides. Und dann über die Zeit sich anschauen kann, verändert sich etwas, wird da etwas größer, entstehen neue Zysten und dann jedes Mal neu überlegen kann, ob es sinnvoll ist, jetzt vielleicht doch eine Operation oder eine andere Therapie zu machen. Dann kann es auch sinnvoll sein bei bestimmten Zysten, dass man eine endoskopische Entlastung macht. Dazu erzähle ich gleich nochmal was. Und es kann auch sein, dass wir diese Untersuchung machen, genau wissen, was es ist und am Ende sagen, wir brauchen nichts weitermachen. Das ist ein komplett harmloser Befund. Das kennt man vielleicht von Nierenzysten, die hat man auch oft und braucht dann nichts weiter schauen. Das kann auch bei den Pankreaszysten so sein, sodass wir dann sagen können, sie beruhigen können und sie nach Hause schicken können und dann brauchen sie nicht nochmal wiederkommen und brauchen nicht nochmal schauen. Jetzt habe ich gerade schon gesprochen, dass diese Zysten vor allem zufällig auffallen. Das liegt einfach daran, dass diese Zysten erst, wenn sie sehr groß werden, in der Regel Beschwerden machen und vorher nicht. Was für Beschwerden können sie dann machen? Sie können einerseits können sie die Organe in der Umgebung einengen und verdrängen, was dann Beschwerden machen kann, und sie können sich auch infizieren. Das ist aber sehr häufig nur bei diesen sogenannten Pseudozysten so. Pseudozysten muss man ein bisschen von den anderen Zysten unterscheiden, deswegen heißen sie auch Pseudozysten, weil sie halt nicht diese richtigen Zysten sind, über die ich eben gerade gesprochen habe, sondern sie entstehen in der Regel nach einer akuten oder chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung, wo es durch die Entzündung zu einer Verletzung des Bauchspeicheldrüsengangs gekommen ist und dann einfach die Verdauungsflüssigkeit, die normalerweise in den Darm reingehört, wo sie hingehört, und der Darm kann man damit auch gut umgehen. Dann bei einer Verletzung läuft das Ganze aber in den Bauchraum und es sind Verdauungsenzyme und dann fängt halt dieses Enzym im Bauchraum zu arbeiten und fängt an zu verdauen. Und das kann dort Schäden verursachen. In der Regel ist es aber so, dass der Körper dann anfängt, das Ganze so ein bisschen zu umbauen und einzufangen, sodass dann diese
Verdauung irgendwann halt aufhört, aber die Flüssigkeit läuft weiter hier rein und diese Zyste wird immer größer und kann dann Organe verdrängen. Das ist natürlich jetzt eine Schemazeichnung, die sind auch selten so schön rund, wie ich das hier aufgezeichnet habe, aber die Größe ist nicht untypisch. Ja? Und hier kann man sich von vorstellen, das Ganze engt jetzt hier den Magen ein. Wenn jetzt hier die Speise hier reinkommt in den Magen, dann kann sie hier nicht vernünftig durch. Man hat ein schnelleres Völlegefühl, man muss vielleicht sogar erbrechen, isst weniger, verliert Gewicht. Und das ist auf jeden Fall ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir daran etwas ändern. Genauso ist es, wenn sich Infektionen in diesen Bauchspeicheldrüsenzysten entwickeln. Wenn da Eiter drin ist, wenn da drin Bakterien sind, dann muss auch dafür gesorgt werden, dass diese Zysten entleert werden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Heutzutage ist es eigentlich so, dass man immer, wenn es irgendwie möglich ist, das Ganze endoskopisch entlastet, das heißt ohne eine Operation, sondern irgendwie nach innen drainiert. Man kann sich auch vorstellen, da sind Verdauungsflüssigkeiten drin und die gehören ja eigentlich in den Magen-Darm-Trakt. Und wenn man das Ganze irgendwie so machen kann, dass das, was hier reinfließt, dann einfach wieder in den Magen-Darm-Trakt reinfließt, also weiterfließt, dann hat man auf jeden Fall was gewonnen. Und auch wenn da Bakterien und Eiter drin sind, damit kommt der Darm deutlich besser zurecht, gerade der Magen, der ja auch die Magensäure produziert, als jetzt der Bauchraum selber. Hier sehen wir einmal ein CT-Bild von so einer Bauchspeicheldrüsenzyste. Wir gucken jetzt von unten auf den Körper. Das hier ist die Leber, das hier ist die Wirbelsäule und das hier ist eine Bauchspeicheldrüsenzyste. Die ist jetzt hier nicht so schön rund, wie ich sie gerade gemalt habe. Es war trotzdem eine. Und hier oben sehen Sie den Magen. Und hier liegt es ja irgendwie nahe, dass man eigentlich hier, das ist eine relativ kurze Strecke, relativ gut eine Entlastung schaffen könnte. Also irgendwie das, was hier drin ist, nach da transportieren. Und das machen wir mit Stents wieder, also diesen Metallröhrchen oder auch Plastikröhrchen. Bei diesen Zysten, die so groß sind, nutzen wir in der Regel Metallröhrchen. Das sind so Röhrchen, die oben und unten so eine kleine Tulpe haben, wie Sie das hier schon sehen. Die legen wir da rein, dann entfalten sie sich und dann können sie weder rein noch rausrutschen. Und in der Mitte ist so ungefähr einen Zentimeter oder manchmal auch mehr Durchgang, sodass die Flüssigkeit und auch der Eiter teilweise und auch der ganze Zellmüll, das kann manchmal relativ hart und fest sein, sodass wir auch einen großen Durchmesser brauchen, damit das Ganze hier rauslaufen kann, damit das hier auch rauskommt. Man kann dann teilweise auch über diese Art von Metallstents mit einem Endoskop, mit einem dünnen Endoskop da reingehen und da drinnen dann in den Zysten noch arbeiten und die Metallbestandteile dann auch noch rausholen. Und das führt dann dazu, dass diese Zyste kleiner wird und der Magen hat wieder Platz und kann wieder seine Funktion erfüllen. Diese Metallstents können nicht dauerhaft drin bleiben. In der Regel legen wir sowieso auch noch Plastikstents mit rein und später kann man das auch so machen, dass man den Metallstent rauszieht und dann nur noch Plastikstents drin lässt oder halt dann am Ende sogar alles rausziehen kann. Hier sehen wir nochmal ein Bild von so einem Metallstent im Magen. Das hier ist der Magen und da sehen Sie dieses Maschendrahtgeflecht. Deswegen spreche ich auch manchmal so, spricht man da manchmal so von so einer Tulpe halt. Hier sehen Sie die Form und wenn man da so in die Mitte reingeht, hier, dann landen Sie in der Pseudozyste. So viel erstmal zur chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Entschuldigung, zur Pankreaszyste. Als nächstes und letztes Thema wollte ich mit Ihnen über den Bauchspeicheldrüsenkrebs, das Pankreaskarzinom, sprechen. Das tritt ungefähr 15 Mal pro 100.000 Einwohner pro Jahr auf. Männer sind ungefähr gleich oft betroffen und es ist eine Erkrankung des höheren Lebensalters, in der Regel mittleres Erkrankungsalter, wie ich es hier aufgeschrieben habe, 70. bis 75. Lebensjahr. Männer sind ein bisschen früher dran als Frauen. Es kann natürlich auch in jüngeren und höherem Alter auftreten, aber das ist das mittlere Erkrankungsalter. Genau. Bauchspeicheldrüsenkrebs macht direkt Angst. Das kann man auch verstehen. Es ist ein relativ aggressiver Tumor und ich wollte mit Ihnen einmal darüber sprechen, wie bemerkt man so einen Bauchspeicheldrüsenkrebs und was macht man dann am besten. Der Tumor kann, je nachdem, wo er sitzt, unterschiedliche Beschwerden machen und auch zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt Beschwerden machen.
Wenn wir teilen die Bauchspeicheldrüse in den Kopf, das ist der vordere Bereich, der hier im Bereich, da wo auch der Ausführungsgang dann in den Dünndarm reingeht, ein, dann haben wir hier den Körper und am Ende kommt der Schwanz. Und je nachdem, wo der Tumor sitzt, kann er unterschiedliche Beschwerden machen. Wenn er im Körperbereich und im Schwanzbereich sitzt, dann ist es in der Regel so, dass er erstmal relativ lange keine Beschwerden macht und erst wenn er so groß wird, dass er in die Umgebung anfängt einzuwechseln und das Nervengeflecht, von dem ich schon gesprochen hatte, halt dann mit dort heranwächst, verursacht er Schmerzen, sodass er jetzt ein relativ spätes Symptom ist, wo meistens schon ein fortgeschrittenes Stadium vorliegt. Wenn der Tumor im Kopfbereich sitzt, das sind ungefähr 70% aller Bauchspeicheldrüsenkrebse sitzen vorne im Kopf der Bauchspeicheldrüse, dann kann es zu einem Gallenstau kommen und das führt dann oft früher zu Symptomen, als es bei einer anderen Lokalisation in der Bauchspeicheldrüse der Fall ist. Ein Gallenstau, wie auch beim Stein halt, der den Gallengang verschließt, auftreten kann, hat als Symptome eine Gelbfärbung der Augen und der Haut. Es kann zu einer Dunkelfärbung des Urins kommen, der Stuhl wird heller und man kriegt einen Juckreiz auf der Haut. Das liegt einfach daran, dass die Gallenflüssigkeit einfach nicht mehr abfließen kann. Die kann nicht in den Darm, wo sie reingehört. Im Darm ist die Gallenflüssigkeit der entscheidende Farbstoff, um den Stuhlgang dunkel zu färben, sodass er dann hell wird, wenn die Gallenflüssigkeit nicht mehr in den Darm reinkommt. Und die Flüssigkeit, die Gallensalze müssen trotzdem irgendwo hin und die gehen dann quasi zurück, beziehungsweise stauen sich an im Blut und werden dann teilweise zum Teil über den Urin ausgeschieden, was dann zu der Dunkelfärbung des Urins führt. Und zum anderen werden diese gelben Gallensalze in der Haut und in den Schleimhäuten abgelagert, was dann halt zu der Gelbfärbung führt. Und diese Gallensalze sind leicht reizend, sodass es dann auch zu einem Juckreiz halt kommen kann. Hier sehen wir einmal so einen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier gucken wir wieder wie bei der Schemazeichnung von vorne auf den Körper drauf. Das hier ist die Leber wieder, wie bei uns in der Zeichnung. Das hier ist die Gallenblase. Und hier sehen wir, was so hier ein bisschen heller und da ein bisschen dunkler ist, das ist ein Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und wenn Sie mal die Farben oder wie das hier aussieht in der Gallenblase anschauen, dann fällt schon auf, das hier sieht ganz ähnlich aus. Und das liegt daran, dass der Gallengang hier aufgestaut ist. Und deswegen halt breiter ist. Wie behandeln wir jetzt den Gallenstau bei einem Bauchspeicheldrüsenkrebs? Den können wir nicht genauso behandeln wie einen Gallenstein, weil einen Gallenstein kann man einfach entfernen mittels Endoskop. Das ist mit einem Pankreastumor leider nicht möglich. Und was wir machen, ist, dass wir wieder eine ERCP durchführen und dort einen Stent einlegen. Bei einem Bauchspeicheldrüsenkrebs ist es allerdings häufig so, dass wir Metallstents einlegen. Bei einem normalen Gallenstein würden wir eher Plastikstents, also Plastikröhrchen einsetzen. Bei einem Bauchspeicheldrüsentumor eher Metall. Sie sehen hier auf der rechten Seite kommt wieder das Gerät herunter, ist wieder so ein ERCP-Bild. Hier kommt man wieder eine Seite raus und hier sehen Sie schon dieses Maschendrahtgeflecht, das Sie gerade auch schon bei dem Stent im Magen gesehen haben mit der Pseudozyste. Es ist ein ähnliches System. Sehen Sie diesen Metallstent, der da drin liegt und hier oben haben Sie wieder die angefärbten Gallengänge, die hier noch relativ breit sind, jetzt aber die Möglichkeit haben, hier runter rauszulaufen. Damit ist aber der Tumor selber noch nicht behandelt. Wir haben die Beschwerden gelindert und wir haben dafür gesorgt, dass die Galle wieder fließen kann, aber der Tumor ist selber noch nicht behandelt. Und wie man einen Bauchspeicheldrüsenkrebs am besten behandelt, besprechen wir in einer Tumorkonferenz bei uns im Haus und das ist der absolute Standard, wird in ganz Deutschland so gemacht und auch weltweit. In der Tumorkonferenz sitzen zum einen die Kollegen von der Chirurgie, also die eine Operation durchführen würden, die Kollegen von der Onkologie, das heißt die Krebsspezialisten, die auch eine Chemotherapie durchführen würden, auch unsere Kollegen von der Radiologie, also aus der Röntgenabteilung sitzen damit und können uns genau sagen, wo liegt er, wo ist er vielleicht rangewachsen, wo ist er noch nicht. Da hat wir dann in diesem Zusammenschau aller dieser Befunde und auch unter Würdigung des Patienten, weil nicht jeder Patient ist gleich, jeder Patient hat andere Vorstellungen davon, wie er behandelt werden will, wie intensiv er behandelt werden will und bringt vielleicht auch andere Voraussetzungen mit,
Ein junger, fitter Patient kann sicher nicht ganz anders behandelt werden als jemand, der zum Beispiel schon bettlägerig ist. Und deswegen sitzen wir in der Tumorkonferenz mit diesen Informationen und allen Experten zusammen. Wir als Gastroenterologen, also als Experten für diese geilen Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, sitzen da natürlich auch. Und dann wird gemeinsam besprochen, was gibt es an Möglichkeiten zur Therapie und was ist das Beste jetzt genau für diesen Tumor bei diesem Patienten. Und am Ende wird dabei eine Empfehlung ausgesprochen und diese Empfehlung wird dann gemeinsam mit dem Patienten besprochen. Möglicherweise gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Und dann gemeinsam mit dem Patienten zusammen eine Entscheidung getroffen, wie die weitere Behandlung aussehen kann. Und prinzipiell gibt es bei dem Bauchspeicheldrüsen-Tumor, je nachdem, in welchem Stadium das ist, immer die Möglichkeit, auch eine Operation durchzuführen. Das ist immer das Ziel, dass man den gesamten Tumor entfernt, sodass, wenn das möglich ist, das oft auch dann durchgeführt werden sollte. Und dann entweder im Anschluss daran oder auch nur, kann man noch eine Chemotherapie machen, also eine medikamentöse Krebstherapie, um dann den Tumor kleiner zu machen, wenn man ihn nicht mehr operieren kann oder vielleicht sogar schon Absiedlungen gemacht hat, oder halt im Anschluss an eine Operation, bei dem der Tumor selber entfernt wurde. Und man weiß inzwischen, dass auch wenn man den Tumor komplett entfernt und der Pathologe, also der Spezialist, der sich diesen Tumor dann nochmal unter dem Mikroskop genau anschaut, selbst wenn der sagt, das ist alles rausgeschnitten, wissen wir, dass wir mit einer Chemotherapie, die wir im Anschluss an eine Operation geben, die Überlebenschancen nochmal verbessern können, sodass das der Regel danach noch empfohlen wird. Und damit bin ich am Ende meiner Präsentation und lade Sie jetzt ein, Fragen zu stellen. Wenn Sie welche haben. Warten noch einen Moment, noch habe ich keine Fragen hier. Okay, wir haben die erste Frage: Wie sollte die Nachbetreuung einer nekrotisierenden Pankreatitis aussehen? In welchem Abstand sollten welche Untersuchungen vorgenommen werden? Man muss nicht unbedingt nach einer nekrotisierenden Pankreatitis zwangsläufig immer Nachkontrollen machen. Das ist nicht wie zum Beispiel bei einem bei Darmpolypen oder bei einem bestimmten Tumor. Gibt es ja immer so eine Nachsorge, einfach da man weiß, dass es wieder auftreten könnte. Bei einer nekrotisierenden Pankreatitis würde man sich da in der Regel erstmal von den Beschwerden leiten lassen. Also wenn Beschwerden auftreten, natürlich noch einmal schauen. Und wenn dann Komplikationen aufgetreten sind, wie zum Beispiel eine Zystenbildung, dann sollte man diese Zysten überwachen. Wenn irgendwelche Metallstents oder Plastikstents eingebracht werden, dann sollte man auch diese weiter überwachen. Aber es gibt kein festes Nachsorgeschema für eine nekrotisierende Bauchspeicheldrüsenentzündung. So, es gibt noch eine Folgefrage, ob es nach einer nekrotisierenden Pankreatitis normal ist, dass man weiter Gewicht verliert. Das sollte nicht normal sein. Es kann Ausdruck von einer Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse sein. Ich hatte ja davon gesprochen, dass es zu Verdauungsproblemen kommen kann. Da kann es dann sinnvoll sein, dass man einmal versucht, diese Verdauungseiweiße zu ersetzen. Natürlich ist es nach einer schweren Erkrankung oft so, dass man danach Gewicht verliert und erstmal länger braucht, um sich wieder zu erholen. Aber gerade wenn das länger anhält, sollte man einmal schauen, ob man möglicherweise so eine Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse hat und diese dann entsprechend auch dann behandeln mit dem Verdauungseiweiß. So. Dann eine Frage: Wird bei der OP nur die Bauchspeicheldrüse entfernt oder auch noch Teile des Magens und Gallenblase? Bei einer Operation in der Bauchspeicheldrüse wird immer auch anderes Gewebe mit entfernt. Gerade bei einem Tumor ist es ja auch wichtig, dass man einen großen Abstand hat. Es gibt bestimmte Pankreasveränderungen, die man auch so ausschälen kann, wo man halt nur einen Teil der Bauchspeicheldrüse entfernt. Aber in der Regel wird die Hälfte der Bauchspeicheldrüse entfernt und dann kommt es darauf an, wo die Veränderung, ich würde jetzt mal annehmen, dass es um einen Tumor geht, halt dann liegt. Und dann wird entweder zusammen dann ein Teil des Dünndarms entfernt, die Gallengänge und die Gallenblase und dann das
die Bauchspeicheldrüse und die Gallengänge wieder erneut angenäht an den Dünndarm und das Ganze dann noch ein bisschen verändert. Man nimmt noch eine Dünndarmschlinge hoch, aber das sind so Details. Aber es wird immer auch die Gallenblase und ein Teil des Dünndarms mit entfernt. Und das ist dann bei der Pankreasrechtsresektion, also die rechte Seite. Bei einer Pankreaslinksresektion ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse entfernt und in der Regel auch die Milz mit rausgenommen wird. So, dann gucke ich nochmal, so mehr Fragen. Wie hoch ist das Risiko einer familiären Häufung? Gibt es spezielle Genvarianten? Da weiß ich jetzt nicht so genau, worauf sich das bezieht. Generell ist es so, dass es halt bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung gibt es genetische Erkrankungen, die dann auch familiär sich natürlich häufen, also eine hereditäre Bauchspeicheldrüsenentzündung, die dann halt in der ganzen Familie auftreten. Und dann ist es so, dass es auch beim Bauchspeicheldrüsenkrebs gibt es familiäre Häufungen, sodass man auch, wenn man einen Verwandten hat, erstgradigen Verwandten, der einen Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte, sollte man vielleicht einmal, also es gibt keine richtige Vorsorge für einen Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber man kann zum Beispiel im Ultraschall, beim Hausarzt oder auch mit MRT-Untersuchungen kann man sich die Bauchspeicheldrüse anschauen und dann, gerade wenn man ein erhöhtes Risiko hat, aufgrund einer familiären Häufung solcher Erkrankungen, dann halt eine Überwachung machen. Es gibt aber keine festen Strategien, die jetzt genau festgeschrieben sind, wie man das am besten macht. So. Dann noch die Frage, wie die Prognose von einem Bauchspeicheldrüsenkrebs ist. Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil es immer auf genau den Tumor ankommt, der jetzt genau da ist. Und auch, wie ich schon gesagt habe, auf den Patienten, wie viel Therapie kann man zutrauen. Operationen an der Bauchspeicheldrüse sind immer große Operationen. Das sind mit die größten Operationen, die die Chirurgie halt machen kann im Bauch. Ich hatte schon gesagt, es werden auch immer andere Teile der Organe entfernt, sodass man immer nur jemanden überoperieren kann, der auch wirklich fit genug dafür ist, damit er sich davon auch gut erholen kann. Und die Prognose von einem Bauchspeicheldrüsenkrebs ist abhängig davon, wie groß er ist und ob er sich schon ausgebreitet hat, ob er andere Organe befallen hat und ob man ihn komplett rausoperieren kann. Aber der Bauchspeicheldrüsenkrebs ist auf jeden Fall ein aggressiver Tumor und ist mit einer nicht sehr guten Prognose verbunden. Das muss man schon sagen. Dann noch die Frage von der Heilungschance beim Bauchspeicheldrüsenkrebs. Geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Würde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Dann noch die Frage. Ich bin im Juli diagnostiziert. Es ist beeinflusst Cholezystolithiasis, ob die Cholezystolithiasis die Bauchspeicheldrüse beeinflusst. Cholezystolithiasis heißt ja Gallensteine in der Gallenblase. Ich hatte am Anfang das ja erzählt, dass die Gallensteine in der Gallenblase erstmal überhaupt gar kein Problem machen müssen. Solange sie keine Beschwerden machen, braucht man auch nichts machen. Man braucht die Gallenblase nicht vorher rausnehmen, bevor sie Beschwerden macht. Nur wenn man Beschwerden durch die Gallensteine hat, dann sollte man eine Behandlung machen. Es gibt natürlich das theoretische Risiko, dass diese Gallensteine sich auf den Weg machen können, durch den Gallengang dann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung verursachen können. Das ist aber nicht so, dass es jetzt bei jedem Patienten mit einer Gallenstein in der Gallenblase passiert. Das ist eher selten. Häufiger ist eine Entzündung der Gallenblase und eine Entzündung der Gallenwege als dann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, sodass man jetzt nicht irgendwie vorbeugend irgendwie operieren muss oder so. Das ist absolut nicht nötig. Gallensteine braucht man nur behandeln, wenn sie Beschwerden machen, gerade wenn sie in der Gallenblase liegen. Dann noch die Frage, ist man nach einer Operation insulinpflichtig? Das kann sein, ja. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel von der Bauchspeicheldrüse am Ende stehen bleibt nach so einer Operation. Das kommt immer darauf an, wie groß der Teil ist, der entfernt wird und wie die Funktion vor einer Bauchspeicheldrüsenoperation war. Wenn man vorher schon so lange mal nicht mehr die beste Funktion hat, vielleicht hatte man schon so einen latenten Diabetes, das heißt ein Diabetes, der noch nicht richtig ausgebrochen war, aber schon so beim Hausarzt leicht erhöhte Werte aufgefallen war. Wenn man danach eine Operation hat, dann kann es sein, dass der Rest der Bauchspeicheldrüse, der noch da ist, dann halt nicht mehr ausreicht, um eine adäquate Insulinregulation und eine adäquate Blutzuckersteuerung im Körper
zu machen und dann entsprechend ein Diabetes dann besteht. Und dann muss man schauen, oft ist es dann nötig, dass man Insulin gibt. Aber es ist nicht so, dass jeder an der Bauchspeicheldrüse operierter Patient danach ein Diabetes hat und Insulin spritzen muss. Dann noch die Frage, ob es normal ist, dass man Fieber hat nach einer Pankreatitis. Das sollte eigentlich nicht auftreten. Fieber nach einer Pankreatitis ist oft ein Zeichen dafür, dass sich Zysten gebildet haben und diese auch infiziert sind und dass es noch Aktivität gibt in der Entzündung und sollte auf jeden Fall dazu führen, dass man sich nochmal ärztlich vorstellt. Also dass, wenn man nochmal Fieber hat nach so einer Entzündung, sollte man sich auf jeden Fall nochmal ärztlich vorstellen. Am besten in dem Krankenhaus, wo man noch behandelt wurde, weil die halt einen am besten kennen. Aber das sollte auf jeden Fall weiter behandelt werden. Dann noch eine Frage zum Insulinom, das auch ohne Chemo behandelt werden kann, zum Beispiel mit Medikamenten. Zum Insulinom kann ich Ihnen jetzt nicht so viel erzählen. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Und ob es da noch Alternativen gibt zu einer Operation oder einer Chemotherapie, das ist ein sehr spezielles Feld. Das kann ich Ihnen aktuell einfach nicht beantworten. Das tut mir leid. So, ich gucke gerade noch mal, ob wir noch irgendwelche Fragen haben. Ich sehe jetzt hier aktuell keine neuen Fragen, die ich noch nicht vorgelesen habe. Okay, gut. Wir können noch kurz warten, ob noch Fragen kommen. Ah, noch eine Frage, ob es normal ist nach einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, dass man nach der Entlassung aus dem Krankenhaus noch ein Blubbern im Bauch spürt und Geräusche aus dem Bauch. Das hat in der Regel keinen Krankheitswert. Also wenn man Blubbern im Bauch hat oder so, das ist halt ein Zeichen für eine Verdauung, wenn man das vorher nicht hatte. Nach einer Bauchspeicheldrüsenentzündung muss sich die Verdauung wieder neu eintarieren und generell hat eigentlich Blubbern im Bauch keinen Krankheitswert. Dann noch eine Frage. Eine bisher unauffällige, zufällig entdeckte Pankreaszyste hat sich im letzten Jahr von 9,3 auf 9,8 mm. Da bricht das jetzt ab. Bei solchen speziellen Fragen zu den Pankreaszysten würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich bei uns in der Sprechstunde vorstellen, weil man dann immer, man muss das im Gesamten betrachten, auch mit den Bildern. Das ist eine Sache, die wir jetzt hier im Chat nicht beantworten können, weil es halt sehr wichtig ist zu wissen, welche Zyste, welche Art von Zyste das ist, wie groß sie ist und welchen Methoden das Ganze untersucht wurde. Das ist eine sehr spezielle Frage, die wir hier jetzt in dem Chat nicht beantworten können. Dafür würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich bei uns vorstellen, sich bei uns im Sekretariat melden und dann möglicherweise in der Sprechstunde von unserem leitenden Oberarzt, dem Dr. Otto, vorstellen, der das Ganze dann aufgrund seiner großen Erfahrung in diesem Bereich dann mit Ihnen weiter abklären kann. Dann noch die Frage, ob eine Schwellung in der Bauchspeicheldrüse Übelkeiten machen kann. Generell kann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung Übelkeit machen. Eine Schwellung an sich, ich hatte ja erzählt, dass wenn es durch eine, zum Beispiel eine Zyste dazu kommt, dass es zu einer Verdrängung kommt, kann danach die Verdauung oder auch die Passage der Nahrung erschwert sein, was dann halt auch Übelkeit machen kann. Generell eine Schwellung im Bereich der Bauchspeicheldrüse ist meistens nur ein Ausdruck einer anderen Erkrankung, zum Beispiel einer Entzündung oder weil dort, ich weiß nicht, eine Zyste ist oder irgendwas in der Richtung, sodass man sich genauer angucken müsste, was eigentlich die Ursache der Schwellung ist. Und dann kann man schauen, ob das für die Übelkeit mitverantwortlich sein kann. Nochmal zu dem Insulinom, wo ich gerade eben gesagt habe, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann, weil das nicht mein Spezialgebiet ist. Sie können sich aber gerne bei uns in der Onkologie, in der Sprechstunde von Professor Arnold vorstellen. Der ist Experte für alle Arten von Tumorerkrankungen und kann Ihnen da sicherlich besser weiterhelfen, als ich das in diesem speziellen Fall kann. Okay, gut, wir warten nochmal kurz, weil ja gerade auch nochmal ein paar Fragen nachgekommen sind.
Also die Kontaktdaten von unserem Sekretariat bzw. dem Sekretariat von Professor Pohl finden Sie auf unserer Internetseite und genauso die ganzen Informationen zu Professor Arnold. Das nochmal dazu. Dann nochmal die Frage, sollte man nach einer Pankreatitis gleich wieder normal essen oder das Essen langsam aufbauen? In der Regel ist es so, dass man so einer Bauchspeicheldrüsenentzündung schon im Krankenhaus angefangen hat, das Essen aufzubauen, in der Regel mit sogenannter Schonkost, das heißt leicht verdauliche und fettarme Kost. Und wenn die gut verträglich ist und darunter keine Beschwerden hat, kann man die Kost dann langsam weiter sozusagen eskalieren, also sich dann wieder seine normale Kost aneignen. Wichtig ist, dass man das langsam macht und man erstmal guckt, wie man das verträgt. Es kann sein, dass es halt etwas längere Zeit braucht. Entschuldigung. Bis der Körper sich wieder daran gewöhnt hat und die Verdauung wieder ganz normal läuft, sodass ich da wirklich langsam vorgehen würde. Aber generell ist es nicht so, dass man sagen muss, dass man nach einer Bauchspeicheldrüsenentzündung jetzt eine spezielle Diät einhalten muss unbedingt. Es kann bei bestimmten chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündungen sinnvoll sein, eher fettreduziert zu essen, weil es dann weniger Reizung gibt für die Bauchspeicheldrüse. Und das ansonsten ist halt der Verzicht auf Alkohol und, was ich noch nicht gesagt hatte, auch auf Nikotin, also auf Tabakrauchen, ist sehr wichtig. Sowieso, aber halt vor allem dann nach einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, um die zur Auszeitung zu bringen, muss man darauf verzichten, Alkohol zu trinken und auch zu rauchen und das am besten auch nicht nochmal machen. So, jetzt warten wir nochmal kurz, ob noch weitere Fragen kommen. Okay, jetzt kommt noch ein bisschen Lob. Vielen Dank dafür. Es freut mich. Okay, wir geben noch eine Minute für weitere Fragen. So, noch mal eine Frage nach meinem Namen. Mein Name ist Oliver Jans. Findet mich auch auf der Homepage von unserer Abteilung, also der Klinik für Gastroenterologie, unter der Leitung von Professor Pohl hier bei uns in Alkona, im AK Altona. Gut, wenn dann keine weiteren Fragen sind, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Ihnen der Vortrag gefallen hat, dass Sie was mitgenommen haben. Und wie gesagt, wenn noch Fragen sonst offen sind, können Sie sich gerne an unser Sekretariat wenden. Und dann können wir Ihnen da noch weiterhelfen. Einen schönen Abend noch.